Okay, noch ein weiteres Aufgäbchen zur inhomogenen DGL, linearen DGL erster Ordnung. Die hier kennen wir schon, die haben wir seinerzeit durch Variablentrennung gelöst und dann kam eben die Lösung für beschränktes Wachstum raus. Und ich erinnere so, wenn wir einen Kondensator aufladen oder Einstellvorgang Spule oder Salzkonzentration. Und die können wir jetzt tatsächlich einfacher lösen mit der Theorie, die wir gerade entwickelt haben. Also schreiben wir das erstmal um in die gewohnte Form. Was wäre die gewohnte Form einer inhomogenen linearen Differentialgleichung erster Ordnung? Plus Harmonics. Und rechts steht da nur noch Hs. S hatte die Bedeutung dieser Sättigungsgrenze, also die das Ding, wogegen das asymptotisch annähern wird. So. Schaut mal scharf hin. Ich behaupte, hier kann man eine partikuläre Lösung wieder direkt erkennen. S. Stahl. Denn wir leiten ab, S' ist 0 plus K mal S, tatsächlich ist K mal S. Sehr gut. Das heißt, wir haben schon mal eine partikuläre Lösung. Was müssen wir jetzt nur noch machen, um alle Lösungen zu finden, nach dem, was wir vorher bewiesen haben? Wir müssen die partikuläre Lösung, eine partikuläre, die haben wir schon, plus C mal E minus Kreis. Perfekt. Stellt euch vor, wir müssen jetzt für diesen Ausdruck hier, für den Summanden, die homogene Gleichung lösen. Also wenn hier 0 stünde, wieder im Kopf, wir bringen das rüber, dann steht da minus k mal f. Wir teilen durch f, machen das ln-Integral und dann kriegen wir e hoch minus k mal x mit noch einem Vorfaktor c raus. Und durch die Integration die unbestimmte Konstante. Und nach dem Satz, den wir gerade bewiesen haben, war es das. Und das ist natürlich viel angenehmer als das hier, wenn ihr euch zurückerinnert, mit Variablentrennung müssen wir noch erkennen, s minus f von x abgeleitet ist nicht das hier, sondern minus das hier, dann muss man noch minus einfügen und so weiter und so fort. Und auch die Auflösung war umständlich, da ist das hier natürlich schon deutlich schneller. Also das wäre noch eine kleine Anwendung von dieser Theorie hier. Und so diese zwei Aufgaben, die wir selber probieren können. Hier drüben wieder ähnliche Gestalt wie vorher und hier steht jetzt aber e hoch x Quadrat. Sieht erstmal schlimm aus, wird sich aber herausstellen, ist es gar nicht. Und wenn ich mit dem integrierenden Faktor mal nehme, verschwindet es. Und hier, das ist zugeben, du hast ein bisschen gekünstelt, das sieht auch im ersten Blick erstmal schlimm aus, aber weil es hier auf beiden Seiten steht, wenn man dann die Rechnung ausführt, stellt man fest, das ist gar nicht so schlimm. Und hier sollte man nochmal üben, die Anfangswerte oder den Anfangswert mit einzuarbeiten. Okay, wer das machen möchte, auch zu Hause, kann ich kurz pausieren. Die Lösung steht hier. Von der ersten ist es das hier, auch wieder partikuläre plus eben c mal die homogene. Das e hoch x Quadrat kann man ausklammern und bei dem kommt eine Lösung raus wegen dem Anfangswert, die würde so aussehen. Also wenn ihr mögt, macht es noch und wenn nicht, ist auch gut. Und vielen Dank für die Mitarbeit.